Und willkommen zu einer kleinen Frequent-Folge Kraft Attack Meat. Meat? Meat? Rotpilz und Klimm, aber nach Kuyem. Und wir müssen mal kurz erklären, dass wir die Rettungsstation wir gestartet haben eben, ne? Oder? Was ich gestartet habe. Ich hab nur gelitten. Eigentlich hat Patrick ja gestartet, er ist erst da reingefallen. Ja, ich bin in Lava reingefallen. Du hältst deinen Schnauze. Ich bin in Ammonakuyim Lava reingefallen, das ist so Lava mit Sujuk. Und und dann habe ich die Koordinaten schnell abfotografiert und Felix ist gekommen, hat alles gesichert mit Clay. Nicht mit Clay, mit Gravel. Wenn, dann erzähl die Geschichte richtig, du Wichser. Was? Nix. Ich hab wieder gelogen. Tötet mich. Wieder gelogen. Und ich hab auf. Jetzt kommst du nicht in Jehennem. Ich komme in Jehennem. Und ich hab auf Twitter so eine kleine Frage gemacht, mal gucken, vielleicht was reingekommen ist. Und zwar das erste, werde ich auf der Gamescom eine Fahntrafel machen? Nein. Nein. Vielleicht. Mal sehen. Ich bestimme das einfach. Nein. Nein, wenn ihr nett seid zu mir. Also wenn ihr. Ich bin Patricks Manager, ich sage nein. Wenn ihr böse zu mir seid, dann nö. Aber wenn ihr nett seid und so und dann ein bisschen lacht und weint, dann ja. Was okay. Machst du Felix ein Ferntreffen? Weiß ich nicht. So was plane ich nicht so weit voraus. Ich glaube. Ja gut, Felix ist so fame, wenn ich mit dem dann unterwegs bin, der werden eh dann 100 Mal erkannt. Das ist dann schon quasi ein Ferntreffen. Arrogant-Modus. Warte, das ist ein Gast. Da ist ein Gast, stirb! Ein Gast? Ich hab dich wieder getötet. Warum tötest du einen Gast? Wann kommst du nach Hause, Patrick? Warte, ich hab brauchen. Ich vermisse dich. Ich weiß, aber ich habe nur 28 Level. Und ich brauche 30 für eine FZ. Okay. Denn, Die geht dann Was, für dich? Ne? Die ist dann für mich, ne? Hab ich gehört. Nicht. Okay, aber okay, die ist für dich, okay. Aber, mein Freund, du musst bedenken. Ich soll dir mal was erzählen? Egal, was für eine VZ du kriegst, du kriegst den Bogen dann, ne? Also, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel nur Schlag 1 kriegst, wie ich gestern beim zweiten Bogen, dann, Ja, und wenn er richtig übertrieben ist, dann bekomme ich ihn auch. Wenn er krasser als deiner ist, krieg ich den. Boah, wenn er nicht krasser als ich? Wenn er krasser als deiner ist, krieg ich den auch. Nee, dann kriegst du meinen alten. Boah, ich töte dich, wenn du mir den nicht gibst. Ey, wie willst du mich denn töten? Ein richtig räudiger Huren. Ich weiß, dass ich stärker bin. Na, und du bist trotzdem ein räudiger Huren. Alter. Was geht bei denen? So. Es ist zwar nicht Montag, aber ich bin trotzdem gut drauf. Es ist Mittwoch. Ist Montag gut drauf? Joa. Aber nur nachmittags nach der Schule, wenn ich geschlafen habe. Und mir eine Folge, naja, ihr wisst Bescheid, Leute, angeschaut hab. Ne, Felix? Ja. Du auch, ne? Da ist man immer gut drauf danach. Du auch, Klim? Das ist verständlich. Sehr schön. Wer denn nicht, hallo? Ja, gibt's Kandidaten, ne? Also, ich will jetzt hier keinen Namen nehmen. Fehlt mir Spaß. Aber Felix, Felix? Okay. Ich merk mir das. Ja, was gibt's? Was ich merk mir das. Ich merk mir das, hab ich gesagt. Ja, tu das doch. Okay, ich hab's vergessen. Wenn du dazu entstanden bist, dir was zu merken. Nee, bin ich halt nicht. Ich bin ein Humidu Kalubidu. War ein was? Ein Humidu Kalubidu. Kommst du zum XXL Cuba Day? Was ist das? Das ist im Moviepark, dieses Ding. Das ist im Moviepark, ja. Nö, komm ich nicht. Wie ich aber. Gehst du da hin? Sehr wahrscheinlich. Ja, ist ehrlich? Ja, ist wirklich. Kriegen wir das umsonst? Da reden wir mal anders drüber. Okay, so cool. Ja, ich hoffe, die YouTuber müssen aber auch Eintritt bezahlen. Ist ja nicht so, dass wir irgendwie normal sind. Dass wir was Besonderes sind. Ist ja nicht, dass wir normal sind. Also, ist ja nicht so, dass wir normal sind. Wir sind was ganz Besonderes. Nee, kann ja sein, dass man so als YouTuber ja irgendwie Rabatt kriegt. Aber ich krieg, glaube ich, Zuschauer kriegen auf jeden Fall auch Rabatt. Über bestimmte Codes und so. Über Pischi-Pischi-Codes dann. So, ihr seht, ich bin produktiv, ich farme Level. Ich seh's nicht. Ja, gleich, wenn du dir meine Folge mit. Wenn ich die hochlade, gleich wirst du schön Chips nehmen, Popcorn und die richtig genießen können. Ja, wie der uns einfach anlügt, oder Felix? Mhm. Schämt euch. Wie man sieht, ey. Noch ein bisschen, 10% auf Level, dann komme ich in die Haus zurück. So, neue Frage. Und zwar. Welches Spiel Ganry magst du am liebsten? Was ist Spiel Ganry? Nee, das ist Genre, du Idiot! Der hat aber Ganry geschrieben. So, okay. Nee, der hat Genre geschrieben, schon richtig, aber. Ich mag das Spiel. Kennst du das Spiel Abschiebungssimulator? Gibt's wirklich, ne? Ich schwöre, das gibt's.
Du laberst Kacke. Ich schwöre, das gibt's nicht. Wallabille? Okay, nee. Ich warte. Nee. Den gibt's nicht. wie heißt das? Was für ein Spielgenre? Auf jeden Fall mag ich gerne Open. Mein Gesicht? Open World ist ja kein Spielgenre, aber so Strategie, Rollenspiel, Ego. Ach, ich mag einfach alles. Magst du mich? Du bist eine andere Kiste. Du bist eine andere Kiste. Du bist dann dieses Spielgenre Pornografie. Bin ich denn mit dir in der Kiste? Ja, Pornografie. Was ist das Ficken? Okay. Also. So, wartet. Also. Felix. Ja. Wartet. Wenn du auf deine neueste Crafting-Folge 100.000 Likes kriegen würdest, würdest du ein Porno von dir hochladen? Locker. Ich würde aber nur, das wäre aber nur so ein 3 Sekunden Porno, wo ich einmal meinen Penis in der Vagina stecke. Also. Ja, Leute, schaffen wir auf dieses Video 100.000 Likes, dann machen wir das. Auf meinem? Also auf deinem, stimmt. Das war ja gesagt. Nee, auf meinem jetzt, das ist auf meinem, weil auf deinem ist das viel zu einfach, weißt du? Das haben wir ja locker, deine Community ist viel zu stark, Mann. Sagst du so richtig dreist im Video, ja, wenn das Video 100.000 Likes kriegt, dann nehme ich ein Porno auf. Das Beste, wenn dann kriegt das einfach so wirklich 100.000 Likes. Und ich denke mir so, oh shit. Ja, also, ich muss... Dann löscht das Video einfach. ich habe gestern ja gesagt kennst du das? Yo, 2.000 Likes und dann trinke ich, mal so eine Challenge, dann trinke ich ein halbes Glas Ketchup. Weil nach 5 Stunden waren die 2.000 Likes schon drin, Alter. Wow. Junge, ich habe irgendwie 2,4 oder so. Ich bin. Was machst du denn immer? Wie behindert? Ja, wo soll ich denn wissen, dass die das schaffen, Alter? Ich dachte, die schaffen das nicht. Sag einfach, dann trinkst du offscreen 2. Mach ich auch. Dann kommst du in die nächste Folge, Johann. Dann kannst du wieder, machst du ein bisschen Ketchup an den Mund und sagst so. Ja, Manuel könnte das machen. Ja, wenn Manuel das machen würde, das wäre witzig. Das wäre lustig, weil dann würde er sich sein Gesicht verziehen und das wäre lustig, weil er ja schwarz ist. Manuel ist wirklich schwarz. Ja. Darüber ist nicht zu spaßen. Doch, der ist ein Neger. Und Manuel ist übrigens auch ein Mädchen mit dunkler Stimme. Aber es war really sick. Leute, bitte geht aber nicht jetzt zu Manuel, aber dann kommt er und schreibt da irgendwie, hey, wir wissen, dass du schwarz bist, aber Leute, er ist wirklich schwarz. Ja. Das mit Italiener war nur ein, Bei 2.000 Likes ist er weiß. Nee, Leute, serious jetzt, ne? Wäre cool, wenn ihr jetzt nicht so bitte die vorgeht und schreibt, wir wissen von Petri, dass du schwarz bist. Aber Leute, Manuel ist einfach schwarz. Ich habe das jetzt einfach mal gesagt, weil ich ein Hurensohn bin. Und keine Geheimnisse für mich behalten kann. So, warte, wo ist das Portal? Willkommen! Willkommen zu Montags in der 13. Und aber dann 7. Montags in der 13, Junge. Warte, kannst du mir ein bisschen Glowstone Dustman bringen? Oh mein Gott. Ja, ich hab schon 0. Gott. Patrick? Nee, ich bin schon bei Portal, ich hab keinen Bock mehr zurück. Wohin? Ja, Leute, moin, das war's. Was geht bei Patrick überhaupt, Alter? Patrick ist ein bisschen auf Crack. Nein! Ein bisschen hyperactive. Der nimmt das so, wird high und sagt einfach nein. Bisschen Lava gefallen. Ich hasse mein Leben, S3 dann 7. Ich bin ein Hurensohn, ich hasse Geister in Neta. Ich hasse die. Ich zitiere, nein, ich bin schon beim Portal. Ich war 50 Meter entfernt. Er stand einfach neben dem Portal und dann fällt er in Lava. Felix, ich habe jetzt volles Leben. Mit dem Bug kann ich mich da rausschwimmen. Ich bin noch an der Oberfläche. Das kannst du nicht. Warum das nicht? Das geht nicht, habe ich schon oft genug versucht. Warum geht das nicht? Sobald du anfängst, dich zu bewegen, hört die Grace Period auf. Oh, fuck. Klim? Ja? Müssen wir meinen Arsch retten? Ich bin viel zu weit weg noch. Was? Ich bin noch viel zu weit weg. Ich bin bei minus 113 Petr, wenn plus ich 460. Petr, ich rette dich für 50 Diamanten. Boah! Ich hatte schon einmal gerettet. Das zweite Mal ist zu riskant für mich. Aber ich habe jetzt 30 Level. Ich könnte direkt deinen Bogen verzaubern und dir ein paar Diamanten als Geschenk geben. Und ich bin ja direkt am Portal, nur 40 Level entfernt. Du gibst dir den Bogen doch sowieso. Nimmst du den überhaupt noch auf, Petr? Weil sonst muss ich dich offscreen retten, ne?
Ich habe 10 Minuten, ich überlege jetzt einfach die Folge zuzumachen und mal gucken, was passiert. Vielleicht überlebe ich das. Das könnt ihr dann morgen sehen. Ja, das seht ihr dann einfach morgen in der Folge. Weil ich bin ein Tollpatsch. Ja, ja, Freunde, dann würde ich mal sagen, heute zwar eine kürzere Folge, aber sonst mache ich auch immer lange Folgen. Von daher, mal sagen, tschö, schaut bei Rotfest, bei Klum vorbei und am Nakuyim, ich esse Brei. Tschüss.